Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 4 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf insgesamt mehr als 21.000 gestiegen. Viele Menschen werden noch vermisst, aber immer noch finden Rettungskräfte Überlebende. In der türkischen Stadt Kırıkkale kämpfen Helfer aus Deutschland um das Leben einer Frau, die unter den Trümmern verschüttet ist. Sie zu bergen war bislang nicht möglich, aber die Helfer haben Kontakt zu ihr. In Nordsyrien ist ein erster Hilfskonvoi im Katastrophengebiet angekommen. Lastwagen passierten gestern den Ort Bab al-Hawa, den einzigen geöffneten Grenzübergang. Und dort auf türkischer Seite steht Simon Riesche für uns. Wie erleben Sie die Situation nun vor Ort? Ja, man sieht das ja gerade hier ganz gut hinter mir. Viel ist nicht los an diesem Grenzübergang und das ist eine dramatisch schlechte Nachricht für die Menschen drüben auf der anderen Seite der Grenze. Die Menschen im Nordwesten Syriens, im Rebellengebiet, die sind dringend angewiesen auf die Hilfslieferungen hier aus der Türkei, die sie versorgen. Gestern dieser erste Hilfskonvoi. Auch heute Morgen haben wir einige Lkw gesehen, die sich auf den Weg gemacht haben. Allerdings in sehr begrenztem Ausmaße. Wir haben leere Lkws gesehen, die hier aus Syrien zurück in die nächste türkische Ortschaft fahren, um dort dann eventuell aufgefüllt zu werden. Aber mein Eindruck ist, und man sieht es ja auch, das ist alles doch sehr begrenzt im Umfang. Und viele Menschen hier sagen und auch auf der anderen Seite sagen, das ist nicht mehr als der berühmt-berüchtigte Tropfen auf den heißen Stein. Leider bisher. Simon Riesche, vielen Dank für diese Informationen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf eine schärfere Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Ziel ist es, illegale Einreisen zu verhindern oder unattraktiver zu machen. Dies soll durch mehr Grenzschutz, einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggel und schnellere Abschiebungen erreicht werden. Beim Gipfel in Brüssel strich Bundeskanzler Scholz in der Nacht heraus, wie notwendig dabei die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern sei. Ob das nun um Kontrollen an den Außengrenzen geht und Verbesserung der Infrastrukturen, die damit zusammenhängen, ob es um die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten geht, beides ist notwendig, damit wir es schaffen, die Herausforderungen, die mit der Fluchtmigration verbunden sind, auch zu bewältigen. Denn natürlich wissen wir und weiß jeder, dass es nur dann gelingt, diejenigen, die sich zu Unrecht zum Beispiel auf Schutz der Europäischen Union berufen, wieder zurückzuführen, wenn wir gut mit den Herkunftsstaaten zusammenarbeiten. Der Bundestag entscheidet heute über einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung großer Infrastrukturprojekte. Unter anderem sollen Gerichte in Streitfällen schneller über den Bau oder Ausbau von Windenergieanlagen, Eisenbahnstrecken, Flughäfen oder Fernstraßen entscheiden können. Der Entwurf aus dem FDP-geführten Justizministerium sieht dafür kürzere Fristen und die Bildung spezieller Kammern vor. Innerhalb der Ampelkoalition sind die Pläne umstritten. So lehnen es die Grünen ab, dass der Neubau von Autobahnen beschleunigt wird. In Peru dauern die Proteste gegen die Regierung an. In der Hauptstadt Lima kam es bei einem Gedenkmarsch für getötete Demonstranten erneut zu Ausschreitungen mit der Polizei. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, viele festgenommen. Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Castillo im Dezember von schweren Unruhen erschüttert. Die Demonstranten fordern neben dem Rücktritt von Castillos Nachfolgerin Boluarte auch die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Die Wetteraussichten. Heute im Süden und später auch in der Mitte vielerorts freundlich. Im Norden viele Wolken und etwas Regen. -1 bis +8 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit Live nach 9 mit Alina Stiegler und Peter Großmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.